Herzlich willkommen zur nächsten Fantasy Live Episode hier auf Weplay Games for You. Ich bin Suivo und wir müssen ein paar Quests noch abgeben hier am Hauptplatz. Erzähl mir noch mal was über die generellen Aufträge. Toll, da ist nichts zum Abgeben. Wirklich, bringst du mir echt einen königlichen Grashüpfer? Die sind echt schwer zu fangen, oder? Okay, das war's nicht. Schon beschnitten, gekochtes Gemüse plus. Genau das habe ich bestellt. Dann geben wir dir das doch mal. Gekochtes Gemüse plus. Danke, danke, hier deine Belohnung. Sie ist eine Koralle. Sie ist aus Korallen gemacht. Siehst du, aus Puerto, wo ich herkomme. Korallenhalskette. Die gibt da bestimmt mehr als die gewöhnliche Halskette, die wir haben. Und Bonussen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So. War ich schmackhaft. Ich wusste nicht, dass die Küche hier so gut ist. Ich hatte etwas ein wenig Einfacheres erwartet. Okay. So, wir müssen ja auch Punkte verteilen. Holz verladen. So, dann machen wir das hier noch weiter hoch. Okay. Ups, okay. Danke. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ausrüstung. Hier. Oh, Angriff geht hoch, aber Verteidigung geht eins runter. Das ist sehr lustig. Aber das... Das verstehe ich nicht, wenn ich das hier anziehe. Das habe ich... Achso, weil ich es ausziehe. Ah, da geht also Verteidigung eins hoch und magische Verteidigung. Da geht aber der Angriff hoch. Und die magische Verteidigung bleibt. Ich finde den Angriff besser als die Verteidigung. Bei den meisten Sachen kann man ja eh ausweichen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier gibt es auf jeden Fall doch noch eine Quest, die wir abgeben können. Nicht bei dem... Bei der Katze. Oh, du hast auch was zu erzählen. Wieder ein Flatterling-Auftrag. Sieh mal an, ich muss sagen, ihr habt uns das letzte Mal wirklich geholfen. Ja, wir sind euch echt dankbar. Ganz wie er sagt. VV. Was sagst du, Mumpfi? V. Großes Ei haben wir bekommen, okay. Die Tasche ist voll. Großes Ei kann ich gerade nicht benötigt, da Items weg, um Platz zu schaffen. Ach je, was will ich denn hier wegwerfen? Ich wollte doch die Taschen leer machen. Das ist doch blöd. War ich schon jetzt hier weg? Ich will nichts wegwerfen. Oh Mann, das gibt's doch nicht, oder? Hier so eine Halskette kann ich doch wegwerfen. Die habe ich doppelt. So ein Amulett. Okay. Items wegwerfen. Ja. Ist das für uns? Mumpfi wollte halt Danke sagen und hat das hier für euch gesammelt. Zeitverschwendung, wenn ihr mich fragt. Irgendein Pilz hätte doch gereicht. Was quatschte da? Wir haben es Sivo zu verdanken, dass Mumpfi wieder ganz er selbst ist, oder? Wir sind euch echt einen Gefallen schuldig. Stimmt doch, oder? Ach, das ist schon in Ordnung. Passt einfach gut auf Mumpfi auf, das ist Dank genug. Oh, und kümmert euch lieber um eure eigenen Probleme, ja? Verdient ein paar Gulden. Hey, das sage ich immer. Danke, du behandelst uns immer so, so toll. Nett, nein, nein, ich heule nicht. Schluchz. Kein Grund zum Weinen, reiß dich zusammen, du Heulsuse. Jetzt reicht's, ich hab mich entschieden. Ich will stark genug sein, um das zu beschützen, was mir wichtig ist. Ich will sicher sein, dass niemand meinem Bruder oder meinem Vieh wehtun kann. Was quatschst du da? Ich brauche niemanden, der mich beschützt. Okay, nur am Quatsch erzählen, liebe Kalis. Jetzt los. Hey, was war das? Das war also dein Wunsch? Alles klar, dein Wunsch wurde vernommen. Ich bin sicher, dass du eine glänzende Zukunft vor dir hast, Butch. Butch, alles in Ordnung? Was habt ihr mit ihm gemacht? Was? Ich habe nichts gemacht. Aber du hast genau wie er gefunkelt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber natürlich, ich funkle doch immer. Ich bin immerhin ein Schmetterling. Ich habe noch keinen Schmetterling funkeln sehen. VV. Hm, was ist los, Mumpfi? Das Licht hat sich ganz anders angefühlt als der verdammte Stein, oder? Hm, das ergibt Sinn. Mach dir keinen Kopf, mir geht's gut. Bist du sicher? Ja, du machst dir zu viele Sorgen. Aber ich passe auf dich auf. Hm, das hatte ich so nicht erwartet. Ich bin froh, dass es euch allen gut geht. Aber wir hätten den verdammten Stein verkaufen sollen, dann würden wir in Gulden schwimmen. Stattdessen sind wir komplett pleite und der verdammte Stein ist verschwunden. Du hast nicht vor, dir noch weitere verdammte Steine unter den Nagel zu reißen, oder? Nein, nein, seit dem letzten habe ich die Nase voll von diesen doofen Steinen. Was war das Ding denn überhaupt?
Das wissen wir noch immer nicht. Hugo hat den Splitter mitgenommen und seitdem haben wir nichts mehr gehört. Wir haben keine Zeit hier herumzuhocken und Trübsal zu blasen. Wir müssen was total Wichtiges erledigen. Genau. Ihr müsst euch für einen Lebensweg entscheiden. So macht man Gulden. Wenn wir nicht bald Pilze sammeln gehen, haben wir bald wieder nichts zu futtern. Auch. Ihr entscheidet euch also doch für kein Leben. Oh Mann. Naja, Hauptsache, wir haben das abgeschlossen. So. Südkastell, ich muss hier doch irgendwo noch was abgeben können, oder nicht? Hier vielleicht. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Sind das die 5 Waldpilze? Ja, eben. Okay, haben wir hier die Quest abgegeben. Genesungsgrad, na super. Und ein bisschen was an Gulden. Hauptsache, wir haben es abgeschlossen, das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir wirklich Sachen lagern gehen. Ansonsten haben wir hier Probleme. Ich nehme an, dass das irgendwie bei mir zu Hause funktioniert. Größere Taschen wären nicht schlecht. Okay, hier kann ich meine Items verwalten. Lagern, was lagern wir denn da mal? Keine Ahnung, was ich lagern will. Ehrlich gesagt, die ganzen Kochsachen vielleicht. Ah ja, ja, die hier, oder? Diese Plus-Sachen lagern wir auf jeden Fall mal. Würde ich sagen. Die lagern wir auf alle Fälle. Hier, das können wir alles lagern. Nutzen wir denn? Bronze-Schwert benutzen wir nicht. Die behalten wir. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Kochsachen behalten wir einfach mal. Die einfache Wand können wir lagern, genau wie der Boden. Das Amulett kann weg. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch alles? Komm, wir tun einfach den ganzen Mist lagern, den wir fürs Kochen brauchen. Das brauchen wir nicht fürs Kochen, das brauchen wir fürs Kochen, das. Können sie einfach wieder sammeln. Und wieder rausholen zur Not ja auch. Die behalten wir. Das behalten wir auch mal. So, dann lagern wir das jetzt. 250 können wir auch nur lagern. Das ist nicht so viel. Aber gut, jetzt haben wir erstmal die ganzen Kochsachen weg. Mit dem können wir auch mal reden wegen der Wonne. Sehen wir mal, wie wonnig wir sind. Oh, das war eine ganze Menge. Reicht aber noch nicht für 2 Level-Ups, nur für 1. Okay, wir können unseren Wonne-Bonus wählen. Sehr große Tasche, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Das was Lager brauchen wir jetzt nicht. Pferdereiten, Wüsteneinkauf, Reservesuch, fröhliches Konzert. Ich denke, wir nehmen erstmal die größeren Taschen. Vielen Dank dafür. Bis zu 200 Items, das sind ja nochmal 100 mehr. Das ist ja verdoppelt, ey. Das ist krass. Hätten wir vielleicht gar nichts lagern müssen. Aber was soll's. Macht jetzt auch nichts fürs Erste. Mich würde mal interessieren, was die neuen Häuser von Mac kosten. Weil wir haben ja jetzt doch einiges an Gulden zusammenbekommen auch. Ah, so Ivo, das trifft sich ja gut. Ich dachte, dein kleines Dachzimmer wird langsam etwas zu klein. Ich habe ein paar Zimmer vorbereitet, die du dir ansehen kannst. Und du meinst, wir können umziehen? Genau. Es ist toll, wenn man ein großes Zimmer hat. Man kann alle möglichen Möbel hineinstellen. Wo sind diese neuen Zimmer? Das erste ist im südöstlichen Teil des Handwerksviertels neben dem Stallshaus. Von außen macht es nicht viel her, aber ich habe alles renovieren lassen. Innen sieht es toll aus. Neben Stallshaus im Handwerksviertel? Verstanden. Das nächste ist in Südkastell. Es ist direkt hinter dem Stall, links neben dem Hangar. Das ist außerhalb der Stadt. Das ist besser, wenn du oft in die Grasebene gehst. Neben dem Hangar in Südkastell. Verstanden. Hier wird es recht einsam werden, wenn du nicht dich entschließt wegzuziehen, aber eine Vermieterin muss ihre Miete mit einem Lächeln verabschieden, wenn es soweit ist. Keine Sorge, auch wenn wir wegziehen, kommen wir dich ganz oft besuchen. Ach, das ist lieb von dir, ich werde immer Zuckerwasser für dich bereithalten. Na dann,
Du musst keine Miete zahlen, aber ich muss eine kleine Gebühr für Umzüge berechnen. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr ständig von einem Ort an den anderen ziehen würdet. Aber dann hättet ihr bald keinen einzigen Gulden mehr in euren Taschen. Ihr solltet euch also gut überlegen, bevor ihr euch entschließt, umzuziehen. Oh, was die beiden Häuser angeht, von denen ich dir gerade erzählt habe, ihr könnt jederzeit einen Blick in die Häuser werfen, bevor ihr umzieht. Toll, los, sehen wir sie uns an, Suivo. Wenn dir dein Zimmer gefällt, wie es ist, musst du natürlich auch nicht umziehen. Ein bisschen Abwechslung schadet aber auch nie. Als ich jünger war, habe ich in vielen verschiedenen Häusern gelebt. Jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, habe ich mich selbst besser kennengelernt. Mein erstes Zuhause... Ui, ui. Ich konnte es einfach nicht länger aushalten, also habe ich zu meinem Vermieter gesagt, hast du Augen im Kopf? Ihr erratet nie, was als nächstes passiert ist. Was denkt ihr, hat er zu mir gesagt. Meine Güte, ich habe euch viel zu lange aufgehalten. Ich darf mich nicht so leicht ablenken lassen. Das war schon immer meine Schwäche. Es tut mir leid, hier habt ihr einen Bonbon als Wiedergutmachung. Okay. Okay. Vielleicht erzähle ich euch das nächste Mal, wenn ihr mich besucht, was der Vermieter gesagt hat. Okay, ich weiß aber gar nicht, ob ich jetzt aktuell umziehen will. Wenn es eh nur darum geht, dass man irgendwie Weh gespart, ist das jetzt nicht so interessant, muss ich sagen. Aber mal gucken, was das kostet. Okay, wir müssen sogar unsere Sachen, die wir im Zimmer haben, zusammenpacken. Das ist mir aktuell ein bisschen zu blöd. Wenn ich ehrlich bin, wenn es was anderes noch bringt, dann machen wir das vielleicht demnächst mal. So. Wir haben alles abgelegt, wir haben einige Aufträge, wir müssen Holz fällen gehen. Und das machen wir doch dann jetzt einfach mal im Wald, würde ich sagen. Als nächstes. Gar keine große Zeit verlieren. Mal gucken, ob man hier... Die Frage ist halt, wie sieht man Bäume, die man umhacken kann? Wie sehen die aus letztendlich? Ich habe keinen blassen Schimmer bis jetzt. Ich weiß halt, wenn man dran geht, dass die dann so Hackzeichen dran haben, aber ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Naja, werden wir schon herausfinden insgesamt. Werden wahrscheinlich irgendwie auch offen in der Ebene stehen, schätze ich mal. Den hier zum Beispiel. Wohl auch nicht, okay. Grashüpfer, ich nehme mal mit. Sieht man die vielleicht auf der Map irgendwie? Können wir den da fällen? Können wir auch nicht fällen. Bisschen verwirrend das Ganze. Und ich weiß, den da kann man bestimmt... Ja, die Eiche kann man fällen. Okay, weg mit dir. Zum Scheitern verurteilt, okay. Zum Scheiten verurteilt. Da ist die blöde Höhle, da will ich nicht hin. Retten sollten wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als Holzfäller so viel. Den da können wir, glaube ich, fällen. Sind so ein bisschen dunkel, habe ich das Gefühl. Okay, eigentlich müssten wir, glaube ich, in den Urforst gehen. Ich denke, das wäre am schlauesten. Da ist die blöde Dings. Das bringt uns nichts. Wie ging es denn nochmal zum Urforst? Hier auf jeden Fall geht es in die westliche. Das ist nicht das, wo ich hin will. Oh, was macht der denn da? Ging es hier rum zum Urforst? Ich glaube ja. Da waren wir ja jetzt auch noch nicht wirklich. Da können wir auf jeden Fall uns mal umsehen. Mal gucken, was hier noch so ist. Da ist eine Kiste, okay. Kämpfen will ich jetzt aktuell nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. So, tingel, tingel, tingel. In Ruhe zu der Kiste gleich mal gucken. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Oh, die ist da unten sogar, die Kiste. Die ist gar nicht das hier oben. Ein bisschen irritiert, weil ich die Gegner nicht getötet habe, habe ich mich da jetzt nicht umgesehen. Vielleicht soll ich die doch töten, tatsächlich. Ja.
Oh, der hat aber böse zugehauen eben, glaube ich. So, gucken wir doch mal. Konnte ich die fällen? Die können wir fällen, okay. Das hat sich ja dann doch gelohnt, an und für sich. Okay. Heute gibt's Gaktes. Gründlich scheiden. Das sind alles tolle Titel, muss ich sagen. Muss mal gucken, wie viel haben. Ich denke, wir haben jetzt eigentlich schon genug, als dass wir da zurückreisen können zu unserem Meister. Ja, bitte. Ich denke, das sollte schon reichen. Eigentlich. So, ich würde aber sagen, das Reden machen wir das nächste Mal mit dem. Wir machen an der Stelle erstmal einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.